Guten Tag. Wann gibt es denn endlich wieder Gottesdienste? Wenn Schulen und Restaurants wieder aufmachen, dann müssten doch auch Gottesdienste möglich sein. Solche und ähnliche Stimmen höre ich in den letzten Wochen immer wieder. Manche meinen sogar, wir würden benachteiligt und die Religionsfreiheit würde eingeschränkt. Das sehe ich nicht so. Wir leben in keiner Diktatur. Aber ich habe es nicht so eilig damit, dass wir wieder sonntags morgens Gottesdienste feiern müssen. Und das ist nicht, weil ich nicht gerne Gottesdienste feiere. Ganz im Gegenteil, es hat einen anderen Grund. Ich habe die Sorge, dass wir Menschen ausschließen müssen. Risikogruppen von Älteren und Kranken. Also gerade von denjenigen, für die wir als Kirche doch zuallererst und in ganz besonderer Weise da sind. Eingeladen sind dann vielleicht am Ende nur die Kinder und die Gesunden. Das ist eine seltsame Kirche, eine Kirche der Starken. Nun, ich will nicht allzu kritisch sein, denn es fällt uns auch in normalen Zeiten schwer, andere wirklich in der Kirche zu erreichen. Wir sind ja doch sehr fokussiert auf eine Mittelschicht, oftmals ein wenig überaltert, aber nicht überall. Und wenn wir dann wieder Gottesdienste feiern können, vielleicht mit Platzkarten oder mit Distanzregeln, 10 Quadratmeter pro Person, ja gut, dann kann ich natürlich in einer großen Hallenkirche eine kleine Gruppe von Leuten unterbekommen. Aber in den normalen Kirchen Land auf, Land ab, dann habe ich vielleicht 10, 15, vielleicht ein wenig mehr Personen. Ist das die Gemeinschaft, nach der wir uns sehnen? Nur gut, wenn es nicht anders geht und wir es wieder anbieten sollen und wollen, dann werde ich es wohl auch so machen und vielleicht 2 oder 3 Gottesdienste nacheinander anbieten für diejenigen, die dieses Bedürfnis nach Gottesdienst zu haben. Es ist ja auch Teil der christlichen Grundkultur, sonntags Gottesdienst zu feiern. Aber dennoch, so eilig habe ich es nicht, weil ich denke, wir können auch aus der jetzigen Krise etwas lernen, wie Christsein sich gestalten kann. Und dazu möchte ich in die Anfänge der Kirche zurückgehen. Im Buch der Anfänge der Kirche, in der Apostelgeschichte, da heißt es schon im 2. Kapitel, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und wenig später setzt es fort, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Sie gingen täglich zum Tempel. Wir merken schon etwas von Gottesdienst. Die gingen aber täglich. Wenn Sie das Bedürfnis haben, dann gehen Sie doch in die Kirche. Die Kirchen sind offen. Und Sie werden sich wundern, was an Ihnen geschieht, allein wenn Sie sich in den Raum setzen, innehalten, Acht geben. Und vielleicht sitzt dann dort noch jemand anders, jemanden, den Sie nicht einmal kennen, einige Bänke weiter. Und plötzlich spüren Sie, wie eine neue Weise der Gemeinschaft entsteht. Das Zweite möchte ich aber mehr hervorheben. Sie brachen das Brot in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude. Hier wird der Kreis kleiner. Es geht um die Hausgemeinschaft. Dank Corona, wirklich Dank, wird in den Familien wieder viel mehr miteinander gekocht, gegessen, gelacht und gespielt. Die Hausgemeinschaft, sie bietet eine Chance, auch für andere Belange des Glaubens. Durch unsere kirchliche Prägung kommen wahrscheinlich wenige auf den Gedanken, dort auch miteinander das Brot zu brechen, also Abendmahl zu feiern. Und lange ist das von der Kirche auch sehr schräg angesehen worden. Aber es sind ja die anderen Dinge. Die haben zusammen gefeiert, die haben zusammen gegessen. Und wenn man es prägen will mit christlicher Kultur, die dann auch einen Tiefgang in einen hineinbringt, dann kann man wieder anfangen mit etwas wie einem Tischgebet.
oder eine Hausandacht. Und dazu gibt es mittlerweile viel Material, Krücken, Hilfestellungen, damit wir entsprechend laufen lernen, dass wir uns etwas holen, was uns gut tut. Und falls Sie gerne singen, so ist auch das eine Möglichkeit. Karaoke gibt es auch für christliche Lieder. Aber zurück zu den ersten Christen. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude. Machen wir doch unsere Mahlzeiten zu einem Fest. Sitzen wir zusammen, soweit das im kleinen Kreis möglich ist. Schalten Sie ganz praktisch dann den Fernseher aus und genießen Sie es, zusammen zu sein. Und wenn Sie ganz alleine sind, dann prosten Sie sich vielleicht vom Balkon aus zu oder am Telefon. Und dann, es ist nur noch eine Woche, bis die Restaurants wieder aufmachen. Das festliche Essen, es ist wieder möglich. Und ich denke, wir werden das schätzen, auch als Teil der Gemeinschaft. Wenn ich mir so die ersten Christen anschaue, ohne den Gottesdienst, wie wir ihn kennen, dann waren die sehr selbstständig. Ihr Alltag war durchzogen von dem Glauben an den Auferstandenen. Und nichts konnte sie daran hindern, diesen Glauben zu leben. Und so sehe ich das Miteinander im Kleinen als große Chance für unsere Kirche. Und wenn das funktioniert, dann entsteht ein verstärktes Netzwerk. Man lernt sich besser untereinander kennen. Man ist vielmehr in guter Weise aufeinander bezogen. Und wenn wir dann Gottesdienste wieder einmal feiern dürfen, wie früher, dann werden die nicht sein wie früher. Denn wir werden uns besser kennen. Wir werden stärker und fröhlicher daraus hervorgehen. Und darauf freue ich mich schon.